Starcie, kolega kupił perfumy Lacoste, ale po rozpakowaniu się okazuje, że to jest La Cobra. Gdzie to spóra? Czekam. Bitte lass mich mal weg. Pierdolę, patrzcie, co spotkałem. Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Ej! Hast du eigentlich vorwärts durch die Tür oder musst du seitwärts gehen? Kommt auf die Tür drauf an. Wie viel Eiweiß haben 500 Gramm Magerquark? 60 Gramm. 62,5, wow. Mhm. Du als Fleischliebhaber, wie würdest du reagieren, wenn deine Tochter vegan leben möchte? Absolut okay, wenn sie das möchte. Es ist meine Tochter, egal was sie macht. Wirst du oft gefragt, ob du bei Umzügen helfen kannst? Ja, leider Gottes, ich bin total unnütz beim Umzug. Ja. Kann man auch zu trainiert sein? Ja, gibt's auch, ja. Beende den Satz, muss nicht schmecke. Muss wirke. Der Paul, ich glaube, dass er so ein Typ ist, der Angst vor mir hat, ein bisschen. Und er ist auch ein bisschen überfordert. Aber ich glaube, der will mich f***en, deswegen findet er mich relativ interessant. Hier schreibt jemand, Edi sieht so unverbeult aus. Ich bin verbeult. Guck jetzt, weg. Oh. Oh mein Gott. Das war wirklich krass. Oh mein Gott. Oh. Oh. Verwechselt. Fuck, Alter. Matthias? Nein, nein. Oh, scheiße. Haben wir nicht ein Date hier? Nein. Oh, okay. Alles klar. Ciao, ciao. Mein Mann sitzt leider zu Hause fest mit den zwei Kindern, aber ich bin jetzt nur für ihn hier. Magst du den vielleicht mal grüßen? Der ist gerade... Wie heißt er denn? Live. Sevi. Sevi? Ja, genau. Der ist ein Riesenfan von... Marc, ja, und Sevi, Grüße. Also das ist Fan von mir, sorry Marcel. Was? Sevi, hi, wie geht's? Ja, danke dir. Viel Spaß zu Hause noch, ne? Nächstes Jahr hoffentlich mit dir hier vor Ort. Ja, Bruder, das war's komplett, Alter. Chef, ich wisch den Boden. Und ich alle Tische, Mr. Krabs. Das Geschirr ist auch sauber. Was ist hier eigentlich los? So werden die schmutzigen Sachen viel schneller sauber. Nein! Blumen und Schokolade für Sie, Mr. Krabs. Und aufgepasst, ich werfe mein eigenes Geld in die Karte. Wie werden Pornodarsteller nicht schwanger? Pille, ja, aber die Pille protectet ja nur 99%. Heißt, wenn du 100 Mal Sex hast, dann war's das. Habe ich dir schon erzählt, dass ich einen Tinnitus habe? Im Auge. Ach so, ja. Ja, ich sehe überall Pfeifen. Ich habe einen Tinnitus, der ist so laut, die Nachbarn beschweren sich schon. Hey, Kumpel, Alter! Alter, wie ist es? Komm, lass schillen gehen. Ja, was? Auf jeden, Digga. Ja, weißt du, ich bin so geil drauf heute. Das Gefühl, kaputt zu sein, kenne ich nicht. Ich habe auch noch nie wegen Krankheit in der Schule. Papa! Otto hat angerufen. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Wie wär's, wenn du nächstes Mal ein bisschen schneller hierher kommst? Hi Otto! Hi, hi! Kann ich bei mir machen? Wenn's schnell geht, das war zu langsam. Und der nächste. Ich will mir Chris und Maurice grüßen. Nein! Welches Level hat dein Rathaus? Welches Level? Ich grüße Gasment und Maurice. Gut.
Auch interessant. Oh, was hast du mit deiner Hand gemacht? Finger gebrochen. Achso, gut. Sag mich entspannen eigentlich jetzt auf Twitch? Nee. Wie läuft Mathe? Scheiße. Du hast keine Gebärmutter. Frankfurt, beste Stadt. Ja, Mann. Welche Note hast du in Mathe? Gut, nichts gesagt. Welches Level hat dein Rathaus? 15, Max. Alter. Alles Max, immer. Jahre, immer alles Max. Ey, darf ich jemanden grüßen? Nein, weiter geht's. Wie geht das? Was heißt drei Finger? Serbien. Drei Finger heißt Serbien? Das muss man schon sagen, das ist zu viel. Auf gut Deutsch ist es gefährlich. Du setzt dein Leben und das Leben der anderen Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich noch mal Auto fahren. Ich will nicht mal einen Tag in der Woche arbeiten. Was für fünf. Ich mein's ernst. Was für fünf. Mhm. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich mein's wirklich. Also ich bin wirklich nicht dafür gemacht. Ich weiß, manche Menschen sagen so, ich kann nicht arbeiten, aber ich kann's wirklich nicht. Ich mag arbeiten nicht. Ich kann gar nichts. Was tönt dich bei Frauen komplett ab? Wenn sie auf andere Männer geiern, obwohl ich da bin. Kann man auf andere Männer geiern, wenn du da bist? Das ist ja bodenlos, respektlos, ehrlich. Hast du hohe Ansprüche? Schon. Also für eine Wifi schon. Bist du selber Husband Material? Schon. Boah, ich bin ein Süßer. Bro, du chillst gerade einfach mit der Nummer 1 Onlyfans-Darstellerin auf der ganzen Welt. Ja, aber wir chillen. Wir chillen. Wir chillen. Und ein Bonus da, aber wir chillen. Ach, Paul auch? Ja. Ach so, ja, okay, dann ist okay, dann ist gut. Aber wir chillen nur. Bruder, ich guck dich seit langem wieder, wo sind deine Haare hin? Die werden ja immer weniger. Weißt du, was ich mich gewundert habe? Wo sind die regelmäßigen Abonnenten hin von deiner verk***ten Schwester? Die Leute haben sie abonniert bei OnlyFans, Digga. Dann haben sie einfach nach paar Tagen begriffen, ah, die Alte zeigt eh nichts. Sie macht wieder so einen auf Fake, OnlyFans Model, zeigt eh keinen Schlitz, kein Arschloch. Dann haben sie Abo einfach wieder weggenommen, Digga. Ich denk, Digga, der macht da Pokémon-Karten weg von 20.000 Euro auf. Ja, aber überleg mal auch, der Aquarium-Typ, der muss ja auch damit einverstanden sein, dass der gerade vor mehr als 200.000 Leuten live zu sehen der ist. Der weiß das gar nicht. Der weiß auch nicht. Wir denken, reden mit sich selber. Oh mein Gott. Max, ist das gerade so unangenehm? Ey, ist das so unangenehm? Max, sowas. Er tut jetzt so, als würde er weiter arbeiten. Er zählt so. Eins, nein, zwei. Max ist gerade schlimmer als der Aquarium-Typ. Oh. Du bist am Spicken bei der Klausur und tust. Die Sache ist auch, als ob man nicht einen Termin machen könnte mit dem Aquarium, aber an einem anderen Tag. Warum genau dann, wenn das größte Opening mit... 20 Uhr, Sonntag? Dann lässt er ihn auch noch mit ihm alleine, weißt du, was ich meine? Sonntag 20 Uhr! Was ist das eigentlich für Arbeitszeiten? 20 Uhr ist er hier! Können Sie mal Aquarium putzen, Sonntag 20 Uhr? Okay, ich mach das von 20 bis 22 Uhr, das geht schon. Ein Riesenstream, der ist saugut, der wird mega abgehen. Ich habe auch Gäste da, aber kommen Sie bitte genau dann. Da wollte ich mit meiner Familie Zeit verbringen. Unten im Raum wollten wir sitzen. Das Ding machen Moto und ich an. Der tut das so überspielen, Digga. Ja. Der stellt so Sachen ins Bild. Guck mal, damit man den nicht sieht. Ja, ja. Da ist keiner. Ach, von 50 Euro pro Monat. 700. Oh. Monte geht einfach eine Stunde weg. Monte einfach fette Scheißen, Alter. Fährt kurz zum Döner. Ist ja, aber der Aquarium-Mann ist auch schlau. Der hat extra ein T-Shirt angezogen, wo seine Firma draufsteht. Damit der Free Probe bekommt. Allen holen jetzt bei ihm das Aquarium-Putz-Service. Schreiben.